Und nun zum Cholesterinspiegel. Dazu ist eine sehr spannende Frage gekommen. Und zwar ist das Foto, finde ich, sehr passend, denn das LDL stellt das schlechte Fett und das HDL das gute, positive dar. Und zwar ist es darum gegangen, ob nur die also vegane Ernährung oder das Fett eine Auswirkung auf unseren Cholesterinspiegel hat oder welche weiteren Einflussfaktoren es auf unseren Cholesterinspiegel gibt. Und zwar die Art des Fettes macht natürlich etwas aus, und zwar gesättigte und Transfettzellen Anstieg des LDL-Cholesterins. Und diese befinden sich hauptsächlich in tierischen Lebensmitteln wie Fleisch, Milchprodukten und sowie verarbeiteten Lebensmitteln. Und man möchte keinen Anstieg des LDL-Cholesterins, denn LDL-Cholesterin kann auch zu einem Anstieg von allgemeinen Cholesterinspiegel führen, sondern man möchte eine Reduktion des LDL-Cholesterinspiegels allgemein erreichen. Und einfach mehrfach ungesättigte Fettsäuren können helfen, den LDL-Cholesterinspiegel eben zu senken. Und diese befinden sich hauptsächlich in pflanzlichen Lebensmitteln wie Avocado, Nüssen etc. Also dabei sieht man schon mal, dass die Fettwelle auf jeden Fall eine wichtige Rolle beim Cholesterinspiegel spielt, aber auch weitere Produkte oder ja, Lebensmittel spielen eine wichtige Rolle, und zwar die Ballaststoffe. Diese können dabei helfen, LDL-Cholesterin durch eine Reduktion der Cholesterinaufnahme zu senken, pflanzliche Produkte und pflanzliche Ernährung allgemein, weil eben die in der pflanzlichen Ernährung mehrfach und einfach ungesättigte Fettsäuren vorhanden sind, welche positiv sich auf den Körper auswirken können. Zucker kann zu einem Anstieg Triglyceride im Körper führen. Das ist negativ, und daher spielt Zucker definitiv eine sehr große Rolle bei Cholesterinspiegel, auch Alkohol. Denn eine zu hohe Aufnahme oder übermäßiger Konsum von Alkohol führt zu einem Anstieg des Triglyceridlevels. Auch Übergewicht und Adipositas kann das LDL-Cholesterin erhöhen. Und eine ausreichende Bewegung kann das LDL-Cholesterin ansteigen, was wir auch wollen. Das ist sehr gut, wenn das einen guten Wert erreicht. Somit kann man sagen, dass eine ausgewogene pflanzenbasierte Ernährung mit einer geringen Aufnahme von gesättigten und Transfettsäuren und eine hohe Aufnahme von Ballaststoffen oder gar geringe Mengen von Zucker und Alkohol dabei helfen kann, das Cholesterinlevel zu senken und in einem gesunden Bereich zu halten. Also es spielt nicht nur die Fettquelle, sei diese tierisch oder pflanzlich, eine sehr wichtige Rolle, sondern auch Zucker, Alkohol, Bewegung und Ballaststoffe. Genau, und dann, wie kann man den Cholesterinspiegel in einem be guten Bereich halten? Also, es ist wichtig, eine pflanzliche, ausgewogene Ernährung, welche besonders reich an Obst, Gemüse, Vollkorn, Hülsenfrüchte ist. Das kann nämlich zu einer Reduktion des Cholesterinspiegels beitragen. Und eine vegane Ernährung heißt nicht automatisch eine gesunde Ernährung. Das heißt, man kann noch sehr viele zuckerhaltige Produkte konsumieren, was sich negativ auf den Cholesterinspiegel auswirken wird. Somit muss man beachten, dass nur weil man sich jetzt vegan ernährt, dass man nicht automatisch den Cholesterinspiegel senken kann, sondern man muss natürlich auf die ausgewogene, gesunde Ernährung dabei achten. Und genau, also diese Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte enthalten einen geringen Anteil an Transfettsäuren wie gesättigten Fettsäuren. Und diese, wie ich bereits davor erwähnt habe, tragen eben zum Anstieg des LDL-Cholesterins bei. Und bei einer pflanzlich ausgewogenen Ernährung werden hohe Mengen an Ballaststoffen aufgenommen, welche zu einer Reduktion der Cholesterinaufnahme im Körper beitragen können. Eine vollwertige vegane Ernährung kann auch bei der Erreichung eines gesunden Körpergewichts helfen. Also bei der Gewichtsabnahme kann eine vegane Ernährung natürlich auch sehr hilfreich sein. Durch ein Kaloriendefizit natürlich auch, und das kann zur Reduktion des Cholesterinspiegels beitragen. Also ein gesundes Körpergewicht ist sehr wichtig für einen normalen, gesunden Cholesterinspiegel. Und der Zucker bzw. zuckerhaltige Lebensmittel stehen in einem engen Zusammenhang mit einem hohen Triglyceridlevel, und in der Leber wird der überschüssige Zucker in Triglyceride umgewandelt, welche dann in den Fettzellen gespeichert werden, und eine zu hohe Aufnahme von Zucker erhöhen dann die kleinen LDL-Partikel. Und die kleinen LDL-Partikel sind teilweise schädlicher als große LDL-Partikel in unserem Körper. Und
Zusätzlich kann natürlich eine zu hohe Aufnahme von Zucker bzw. zuckerhaltigen verarbeiteten Lebensmitteln zu einer Gewichtszunahme führen, was meist mit einem Anstieg vom Cholesterin einhergeht. Also sehr viele Faktoren wie Gewicht, Ballaststoffe, eine ausgewogene Ernährung, wenig Zucker, Alkohol spielen eine Rolle beim Cholesterinspiegel.